Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen Ratzfatz Apfelkuchenrezept für euch. Das ist bestimmt der saftigste und leckerste Apfelkuchen, den ich je gegessen habe, und zeige euch die Zutaten dazu. Für den Teig habe ich 50 ml Öl, 3 Esslöffel Joghurt, ich habe 5 Eier, ein Päckchen Backpulver, 2 Päckchen Vanillezucker. Dann haben wir 150 Gramm Zucker. Zuckermenge könnt ihr selber variieren. Ich mag das nicht, wenn es zu süß ist. Deswegen nehme ich lieber weniger. Ihr könnt aber auch mehr nehmen. Dann habe ich so ungefähr 200 Gramm weiche Butter und so ungefähr 350 Gramm Mehl. Zuerst habe ich Backpulver mit dem Mehl vermischt. Die Eier habe ich mit dem Zucker und Vanillezucker cremig geschlagen und anschließend die restlichen Zutaten hineingegeben. Ganz zum Schluss habe ich das Mehl hineingegeben und den Teig vorbereitet. Ich habe 4 Äpfel, die sauer sind, geschält, in kleine Stücke geschnitten, in den Teig hineingegeben, das Ganze vermischt und in eine Backform hineingegeben, welches ich schon vorher mit Margarine bestrichen hatte. Ich habe 4 Äpfel genommen, ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. Das Ganze habe ich einmal glatt gestrichen und ich hatte noch 2 Äpfel. Diese habe ich dann in dünne Scheiben gegeben und über den Teig verteilt, damit das auch nach dem Backen optisch sehr schön aussieht, und den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken. Nachdem das ausgekühlt ist, habe ich reichlich Puderzucker darüber bestreut. Es ist wirklich super, super einfach, den Kuchen zu backen. Jetzt schneide ich den einmal für euch an und will den einmal probieren und euch natürlich auch zeigen, wie der von innen geworden ist. Ich nehme mal jetzt ein großes Stück. Und das war richtig saftig und lecker. Der Kuchen ist auch wirklich super variabel. Ihr könnt zum Beispiel ein bisschen Zimt in den Teig hineingeben oder statt Puderzucker könnt ihr auch Kakao darüber bestreuen oder mit Marmelade bestreichen. Dann glänzt der auch wirklich sehr schön. Ihr könnt den Kuchen natürlich auch mit Birnen oder Ananas backen oder, was ich mir sehr gut vorstellen kann, mit Quitten. Es ist jetzt gerade Quittenzeit und Quitten schmecken auch richtig lecker. Die sind so richtig aromatisch. Das wird bestimmt auch sehr lecker sein. Jetzt probiere ich den einmal für euch. Wie gesagt, der war richtig saftig und fluffig. Das seht ihr auch hier in dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.